Heidi, ho meine Hübschen. Ich bin's wieder, euer G-Man, bin so langsam wieder gesund. Deswegen ist gestern und am Dienstag der Stream ausgefallen. Ich habe mir eine Erkältung zugezogen. Jetzt geht's mir aber schon wesentlich besser. Deswegen haben wir uns gedacht, die anderen drei Boys, wir, na okay, David sieht man hier gerade nicht, haben aber auch Zeit, der Schachschaulin, da könnt ihr gerne reingucken, mein Streaming-Partner, dann seht ihr das nochmal von der anderen Seite. Und der Jusen hier als Ork und der David sind auch da. Und dann können wir schön zusammen weiterspielen. So, der Plan ist heute, über den Eburgspass irgendwie zu kommen oder in die Richtung oder ich weiß ja nicht, was da passiert, meine Lieben. Da schauen wir dann mal. Und dann gucken wir einfach weiter. Wenn irgendwas mit Bild und Ton nicht stimmt, sagt bitte gerne Bescheid. Ne? Oder halt auch, wenn ihr andere Wünsche habt oder was weiß ich nicht, immer schön in den Chat schreiben. Oder halt, wenn ihr Bock habt, schaut bei S&G präsentieren vorbei auf YouTube. Da könnt ihr auch die Folgen hier nachgucken. Die kommen zwar immer so 2 Wochen später ungefähr nach, weil wir das Material teilt, der Schachschulin und Icke unter uns auf. Wir wechseln uns auch immer ab und so, aber das seht ihr ja dann alles. Ne? Gut, genug gequatscht. Entmute mal die anderen. Ein Jahr ins Spiel. So, da sind wir. Genau. Weiler ist auch da. Jo, ihr Sehr seid auch gut, da beim sehr gut. Schachschaulin, also alle klar. Alle Also, sind da. Ist David alle. jetzt auch da? Ne, Mal David höre ich gucken. nicht. Ist halt jetzt wurscht. Ich muss ja machen hier. Genau, ich habe schon was angeklickt, was ich praktisch finde. Ich habe noch gar nicht gelesen. Ich auch nicht. Hört auf, ja, das auch. So, wollen Hast wir du kurz erklären, eigentlich wie. bei dir, Alex, auch die Schriftgröße mal größer gestellt, dass deine Zuschauer das besser lesen können? Ja, ich glaube schon. Da würde ich dir auf jeden Fall sonst empfehlen. Ja, ich guck noch mal, aber ich glaube ja. Weißt, wenn da Option Einstellung gehst, der oberste rechte Reiter. Da ist er mit drin. Ihr wollt einen Kampf, den bekommt ihr. Aber eigentlich, Aber die gehören doch mit such zu ihn uns in doch. unserem Irgendwo Lager. habe ich den größten Kampf der Welt Ja, versteckt. genau. Daran musste ich auch gerade denken, an One Piece. Ich werde für zweitens praktisch sein. Sie ist auch infiziert, wir brauchen Verbündete, keine Feinde, Alter. Ja, stimmt eigentlich. Dann geht vielleicht keiner drauf. Wer weiß, was uns beide noch bringen. Wenn wir am Tor stehen, ist's Will gut. catches his breath and his lips straighten. Sheer dread twists his face. No! Devils cannot be trusted! Was mit Eidbrechern? Kann man denen trauen, Alter? Was bist du für Klischeedenker? Ich kann noch mal gegen den kämpfen, aber ihr wollt ja nicht kämpfen, ist in Ordnung. Oh, wir hätten auch noch scrollen können, da waren noch mehr Antworten, habe ich gerade Can't gesehen. you look in my eyes and see I'm not a devil? You don't know what this means. You don't know what you're asking me to do. I'm asking you to live, Oh. Will. I don't want to hurt you. And to be frank, I'd rather not find out how the blade. So. All I am. I am not what you think. Shit! Shit! Nee, das ist ihr. Nee, das ist ihr nicht, das ist ihr Shit! nicht, hat er gerade gesagt. You really Und so are gerade no an devil, die denken. I've been deceived. Oh, thank the gods. Geil, wir haben neuen Kumpel. Thought I was gonna have to take your head. Geil, Teufel sagt danke. You would have died in the attempt. But there have been enough threats today. Truce then, eh? Aye. Truce. I see the good in you, Karlak. I promise not to lose sight of it. Even when the hells burn hottest. Natürlich. Hab ich schon mal gesagt, dass ich das Spiel liebe? Ah, schön, schön, schön. So, dann. Aber wir haben jetzt trotzdem keine lange Rast gemacht. Ja, sehe ich gerade auch. Ich sehe alles. Wir müssen zu Bett gehen, glaube ich. Oder? Ach, jemand hat Gesprächsbedarf, Leute. Aber draußen nochmal quatschen, oder? Na, ich glaube, die Anfrage mit den Ausrufezeichen mit den beiden müssen wir jetzt noch reden, oder? So ein Quatsch machen. Okay, ich gehe mal zu dem Very Dude. Well. You've been witness to a pantomime, I'm sorry to say. Bin im And Gespräch. I've played my part all too poorly.
Okay. I can say only this. Karlak's not the only one who's had a villain's knife held to their throats. One night soon, when we make camp, the veil will be lifted, and I'll pay my penance. You don't know the half of it. So, Nummer 1 haben wir. Soll ich mit Nummer 2 auch noch reden? Oder machst du, Alex? Ich quatsch mal mit der Teufelin. Gladwell saw sense. Even more glad he decided to stick around. Takes a pretty slick mover to track down old Karlak. Fick dich. Frag mich auch, ist das Rot, was du im Gesicht hast von dem letzten Mal, wo ihr beide alleine im Team wart, oder? Ja, da hat, sie sich drauf gesetzt. Genau, aufs Gesicht, ja. Der hatte leider ihre Tage. Ja, ihre Haut hat abgefärbt. Oh, sind, schön. Sind ihre Arschbacken und meine Augen. Aber da fehlt irgendwie ein bisschen was. So, müsst ja ein bisschen in deinem Bart eigentlich hin. Was hatten die für einen komischen Arsch? Sie hat einen kleinen Arsch. Ah, okay. Oder hat die Knie angezogen, wo sie bei dir irgendwie sich gesessen hat und dadurch fehlt ja dann die halbe Arschbacke. Oh, nee, okay. Machst du weiter oder nicht? Ich muss erst mal lesen. Ach so, Verzeihung. Aber drittens finde ich ganz witzig. Then do it. Ja, auch finde ich gut, Alex. He won't. Someone wrong-footed him about me. And I'm betting we'll find out who before long. I respect someone who can admit when they're wrong. And stick around after, too. Plus, did you see his eye? Bet there's a good story there. Gut. Jetzt müssen wir aber schlafen gehen können. Cursed to put my hands on everything. Ja, zu Bett gehen. Jetzt kann ich ja drücken. Ja. So, Lagervorräte aussuchen. Ist ja eigentlich Jalik, muss bloß so 40 kommen, ne? Ja, aber nimm das zuerst, was am wenigsten hat, also was so 1, 2 hat, das spart wieder Lagerplatz. Genau. Also die Sachen, die einzeln sind, nehme ich erstmal, ja? Naja, die einen Lagervorrat nur geben oder so. Genau, da steht ja immer Lagervorrat. Achso, da. 6, 3, dass du nicht gleich das 40er am Anfang nimmst. Ein Würstchen macht nur 6. Und die... Naja, aber da gibt's auch Sachen, die nur einen Lagervorrat geben. Ja, ich guck grad. Da, das hier. Das hier. Mach einfach ein bisschen Platz. Das hier, das hier, das hier. Ja, der Wein und sowas bringt immer nur ein. Das macht 4, ja, das macht 3. So hoch. Aber ich guck erst mal alle 1er durch. Gucken, was... Oh doch, ich bin schon über 50. Ja, über 50. Ja, nee, ein paar raus. Boah, nur 40. Genau. Nimm nur ein paar raus. So. Hin, ja. Lange Rast dann drücken, ne? Ja. So, alle. Sieht voll chillig aus. Ich habe wieder einen vollen. Auf jeden Fall müssen wir jetzt viel grinden, bevor wir die nächste lange Rast machen. Pilar, das erste, was du jetzt machst, du gehst jetzt nochmal an deine Truhe. Ja. Doch, welche Farbe war denn meine? Blau? Ich tippe einfach auf alle und dann irgendeine wird sich schon öffnen. Die geht auf. Ah, da ist aber nichts drin. Genau. Aber dann mach mal deine Kiste auf und dein Inventar mit I. Ja, jo. Dann gehst du mal auf deinen Rucksack und öffnest den, also mit Rechtsklick auf deinen Rucksack und dann öffnen. Ja. Und dann nimmst du mal alle Lagervorräte da bitte raus und packst sie in deine Truhe. Die Bildschirme sind leicht übereinander. Das ist voll scheiße. Kann ich hier nicht einen wegziehen? Doch, jetzt. Die kannst du auch größer ziehen. Ja, habe ich falsch gegriffen gehabt. Ich kann mit dem Hund quatschen. Ich hab. Oder mach. Muss ich nicht alle einzeln rüberzählen? Geht das nicht schneller? Das kann ich ja nicht sagen, aber. Also im Prinzip ist es egal, wie du es machst. Hauptsache, dein Rucksack ist leer, bevor wir aufbrechen. Jo, wegen Gewicht und so, habe ich vorhin so halb mitgehört. Genau. Müsst ihr auch immer fleißig machen. Da hat der Schachschaulin vollkommen recht. Hast den Ball halt eingesteckt, warum steckst du den Ball ein? Hey, das ist auch nicht eine Lagervorräte. Aber ich kann jetzt nur noch streicheln.
Ja, ja. Kannst du die eigentlich auch für Alchemie zum Teil benutzen, Alex? Nur das, was in deinem Alchemiebeutel ist. Okay, da muss ich auch gleich mal gucken. Da habe ich schon alles rausgenommen aus deinem Alchemiebeutel. Fantastisch, ey. Du hast dir den Ball abgezogen, den Mund. Wie mies bist du denn? David. Alter Verwalter. Ich kann nicht. Kann ich den rufen? Jetzt haben wir hier alle draus. Meine Alchemiebeutel hast du gemacht, hast du gesagt, und den Rest. Was mache ich mit dem Rest? Ja, er hatte wieder Tränke dabei. Ich habe noch welche gekauft. Behalten wir jetzt erstmal alle Gegenstände, die auch Effekte haben generell, oder soll Alex die verkaufen? Was für Effekte hast du denn, ne? Na, ich habe jetzt hier 3 Stäbe. Einen habe ich ausgerüstet zum Beispiel. Na, hier habe ich noch was. Wenn du die Stäbe nicht benutzt, dann gib mir die Stäbe, dann verkaufe ich die. Das hier weiß ich auch gar nicht. Damit kann ich auch nichts anfangen, glaube ich. Das gebe ich mir. Aber wenn du dir unsicher bist, dann kannst du die ja auch erstmal in deine Truhe packen, falls du die später mal brauchen willst. Die Seelenmünze. Genau die gleiche Frage. Bonusaktion. Die Münze könnte. Maschinen, ja, die kann ich nicht verkaufen. Okay, die nehme ich einfach mal mit. Wer weiß, wenn wir so eine Maschine finden. Ja, genau. Ich habe die auch im Inventar. Die wiegt ja nichts. Das hast du gesagt, hast du durchgeguckt. Naja, und da sind hier meine beiden Zauberstäbe halt noch. Ich hab halt. Na, die kannst du auch erstmal in dein Lager packen, wenn du möchtest. Wie schwer sind die? Muss ich ja nicht unbedingt verkaufen. Ich könnte sie auch mitnehmen. Also die wiegen bloß 1,8 Kilo. Das ist jetzt nicht viel. Aber es bringt halt auch nicht viel. Das wäre dann später, außer wenn wir alles aufgebraucht haben und noch Standardangriffe können, dann haben die halt andere Effekte, wie halt der eine Regen, der andere ist irgendwie Licht und den ich jetzt habe. Erst musst du wissen, Diggi. Strahl der Überlegenheit, Nekromantie. Nö, ich geb sie dir einfach, verkauf den Scheiß. Das sind Anfangsstäbe, wir finden gleich neue. Gleich. David, wäre cool, wenn du jetzt, wo du den Ball hast, den Hund auch immer rufen kannst, wenn du den Ball einfach wirfst. Wie so eine Art Pokéball und dann ist der Hund auf einmal da. So. Ich mir auf jeden Fall den Ball. Weiß ich gar nicht, so viel jetzt hier nicht weiter. Wir können ja auch im Kampf immer ins Inventar des anderen gucken. So, okay, meine Lieben. Ich hoffe, bei euch sieht das Bild echt gut aus. Ich glaube wirklich, dass die Einstellungen, David, das liegt an meinem Bildschirm, das liegt nicht am Spiel. Ich finde im Spiel, wenn ich so gucke und auf mein Handy gucke, sieht es bei euch besser aus. Bei mir ist, wenn ich die Kamera bewege, ist es irgendwie matschig. Naja. So, sehr schön. Ich gehe mal zu Jusen zum Lager. Ist auch die Frage, wann wollen wir eigentlich mal die Aufgaben von den Leuten machen? Oh, hier oben ist ein magischer Spiegel. Ja, ja, der magische Spiegel ist jetzt neu mit dem Update gekommen, Digi. Da kannst du dein Aussehen verändern. Ah, okay. Der ist neu, meine Freunde. So. Ja, aber ist ja auch die Frage, wann wir irgendwann mal die Aufträge von den anderen machen wollen. Weil nicht, dass wir ins nächste Kapitel reisen und dann gehen vielleicht ein paar Aufträge nicht mehr, weißt du? Jusen, ich habe dir nochmal Tränke reingepackt, ja? Du hast jetzt 8 und 3. Perfekto. Danke dir. Oder was David denkt ihr, Leute? Noch Tränke, oder? Wahrscheinlich, ja. Was meinst du, Pilot? Wir haben die Aufträge von den allen gemacht, oder? Nee. Warte mal. M-Quests. Na, war auf jeden Fall eine ganze Wir haben eine lot of, die noch nicht abgeschlossen sind. Genauso viele, wie abgeschlossen sind ungefähr. Achso, aber die werden auf der Karte nicht angezeigt, das halt. Na, da muss man halt immer noch gucken, ne? Aber wir machen erstmal weiter. Wir haben jetzt gesagt, wir gehen über den Gebirgspass. Wir gehen jetzt über den Gebirgspass. Fertig, aus die Maus. Ja, der ist hier oben irgendwo, ja. Guck mal, was passiert. Müssen wir wieder über das zerstörte Dorf laufen. Denke, also auch zum zerstörten Dorf, oder was? Ja, zum zerstörten Dorf, ja. Ich bin mich hin. Achso, ich bin hier unten noch im Tunnel. Nee, nicht mit dir. Zerstörtes Dorf da. Genau, und dann müssen wir nach oben laufen. Also oben ist ja mal relativ, aber Alex hinterher. Ja, wenn du kannst deine Karte auch arretieren, Digga. Dass wir quasi immer oben, unten, links, rechts sagen können. Ja, ja. Karte ist arretiert. Norden ist immer oben auf der Karte. Wo wir gerade laufen. Ja, dann nach oben. Genau, dann, auf der Karte immer nach oben laufen. Aber, oben kann aber auch heißen, wir laufen Richtung Westen, weißt du? Das meinte ich damit. Kommt darauf an, ob die Karte. Links. Naja, kommt ja drauf an, ob die Karte arretiert ist bei allen, ne? Ja, bei mir
schon, deswegen sage ich ja. Sag lieber die Seiten. Sag, ich lauf Richtung Norden, damit komme ich besser klar. Das wäre voll friendly. Das Abo, das ist ja mal ein Ziel, der mich langläuft. Oh, ich komme hier kaum rüber. Oder geht's? Oh, gerade so. Ja, klar, sieht man Alex auch auf der Karte. Aber mir wäre Norden lieber als oben. Habt ihr eine Schaufel bei? Oh, kann so schon rangehen. Wo bist du dann lang gelaufen, David? Da oben, hier bei euch. Der ist noch bei der Brücke gerade. Ja. Du hast die Schaufeln, Alex. Ich kann sehen. Ja, alles gut, habe ich schon nicht. Ich habe ein paar, ja. Also ihr könnt euch auch als ein, zwei Schaufeln rausnehmen, wenn ihr wollt. Hab ich kein Problem. Alles gut, wir laufen ja eh überall gleich lang. Das ist die vierfach Absicherung, damit man nicht übersieht. Wollen wir hier nochmal gucken, weil da vorne ist was? Da vorne ist eine. Bin hinter dir. Ich wusste nicht, wo David ist, aber sonst sehe ich alle. Hinter uns. Ja, stimmt. Ich könnte versuchen, da ranzuschleichen und erstmal einen Überblick mir zu verschaffen. Ja klar, mach das, Alex. Wir warten dann hier kurz. Aber mit der kann man ja quatschen. Ich glaube, das ist Gespräch. Nee, das ist wieder ein Kampf, Digga. Die kämpfen da vorne gegen irgendwas. Okay. Ja, stimmt. Ja. Das ist. Die ist ja auch rot. Das hier verschieben? Nee, das geht nicht. Okay. Ich könnte jetzt auf die schießen, glaube ich. Weil die sieht gar nicht so. Wo ist denn auch deswegen, also selber Ring ist nicht, ist doch unsers. Deswegen, also Faustrekrut M-Fan würde ich jetzt nicht angreifen. Die stehen ja auch alle vor der Tür. Irgendwie. Ich glaube, mit denen kann man reden, Alex. Ja, die löschen da das Feuer überall. Richtig. Ja, naja, dann lauf mal rein. Dann lauf. Ja, dann kommt her. Ich komm. Lauf mal rein. Ich quatsch hier an, okay. Zu spät. Smoke. He of the unsleeping eyes. Grant me the might to carry this burden. Grant me the faith to face darkness without fear. Okay. Only a coward would speak ill of the fallen. Would that the arrow had pierced your heart instead. Boah, ist im Hintergrund offen. A massacre. Drow and goblins slaughtered the lot. Please, just leave me be. Haben wir ihn nicht letztes Mal alle getötet? Gut, sie wieder deine Sonderlein. Gut, soll ich zum Tor rennen, was? Wir können die erstmal alle plündern. Okay, ich geh mal ins Haus rechts. Ob es hier noch was gibt? Oh, ein bisschen. Leer, natürlich. Wieder leer. Und nochmal leer, oder? Leute, ist doch klar. Oh, hier ist noch ein Tor aus der Stadt raus auf der rechten Seite. Oder gehe ich nicht hin alleine? Linke Seite ist nichts weiter am Anfang. Ihr lootet da. Okay, hier hinten liegt noch ein Toter. Ich höre Schreien. Jemand braucht Hilfe. Geld. Hier ist ein Fass vor der Tür, das könnte einer zertrümmern, also vielleicht usen. Wollen wir da durch die Tür erstmal? Boah, ich kann auch etwas unangriffen. Hätte man da, hätte ich da auch hochlaufen können? Ey, Leute, man kann es nehmen und verschieben, ne? Aber man muss auch stark dafür sein, usen. Du bist der Stärkste aus der Gruppe. Ey, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft, ich bin gerade hinter dir. Ah, okay, hier oben war wirklich nichts. Nein, ich hab's geschafft. Hier kann man. Ach, das ist nur die Tür raus. Aber warte mal, da kann ich einen anderen Gang nehmen. Nee, doch nicht. Ich komm lieber euch hinterher. Komm nicht von außen. Kann man da einfach durchlaufen oder brennt man denn? Nee, ich hab keinen Schaden bekommen. Die sind alle leer. Ich baue schon oder was? Ich hab eine Karotte hiervon. Viele bei mir waren bis gerade oben, ja. Apfel und Orange, krass. Ich mach mal Obstsalat aus, Leute. Hupala. Das war ein bisschen. Pass auf, da ist, glaube ich, eine Falle. Alles gibt eine Fallen. Ja, doch, gibt Fallen. Na dann, wartet auf mich. Alles gut, Digi. Ich hab's jetzt schon ausgelöst. Ist nichts passiert. Passt aufs Feuer auf, meine Lieben.
Muss da drüber hüpfen. Na gut, machen wir mal da zum Tor hin, wo die ganzen Viecher vorstehen. Hä? Ja, das ist unlogisch. Great God, Helm. Allow us peace in this plane and beyond. Teach us care when we will be reckless. Ich glaube, die wollen hier rein, oder? Naja. Wieso habe ich erst 20 EP gekriegt? Ich habe hier. Ich habe Cutscene. Ja, ich bin. The fire! Ich bin gerade. Hurry! Get this thing off me! Na, aber ich kann dir zugucken erstmal. Ich kann, muss ja nichts machen. Was hast du denn noch? Stärke? Nee, Intelligenz. Ah, okay. Ich kann nichts machen. Ja, 20. Yes, ja. Ich denke, das ganze Haus wird weggerissen aus Versehen. Das ist der Hulk. Oh, ein kleiner Zwerg, ja. Ich glaube, er ist ein Elf. Ich krieg ein kleines Stück Holz hoch. Da? Oder ist ein Mensch? Das ist ein Mensch. Das ist ein Mensch, glaube ich, ja. Nee, spitze Thank Ohren, you. Oder? Thank you. Sieht man jetzt nicht. Nee. Kleiner Hulk-Zwerg hat's geschafft. Junge, was kämpfst du? Weil dir ist nichts mehr kämpfen. Oh. Ich bin jetzt unten Basis. Dein Zug steht hier bei mir. Ich wollte eigentlich noch hinten ums Haus rumgehen, aber wenn ich so drüber fliege, liegt da nichts weiter. Also braucht man da nicht weiter, David. Okay, war nichts. Und ich stehe hinter Jusen. Ja, das war, Alex, weil das Haus hier bei mir oben brennt. Deswegen. Ah, das stimmt, geht ja, du lootest da gerade. Ja, alles klar. Gleich. Dann lassen wir Alex da noch looten und bleiben hier unten stehen. Obwohl, wenn du links aus dem Haus rausgehst, ist auch noch, sind noch zwei Scheunen, ne? Oh, der eine hat mich böse angeguckt, wegen drei Scheunen. Ich looten wollte. Ja, ja, du hast was. Irgendjemand hat schon was Rotes gelootet hier vorne, die Leiche. Irgendjemand hat der eine rote Goblin, Leiche gelootet. Der Goblin ist nicht bei mir rot. Hier, hier hinten. Nee. Sölden, hier hinten. Warte, ich stell mich davor. Nee, irgendjemand hat die gelootet. Nee, das ist nur, das wird nur auf dem angezeigt. Müsste eigentlich sonst zu sein, normalerweise. Nee, wie gesagt, bei Alex ist jetzt bloß von seinem Haus Richtung Westen gibt es noch einen Hinterhof, so gesehen, da sind noch drei Scheunen mit Kisten und so. Weiß bloß nicht, wie man da hinkommt. Wir müssen den noch befreien, der ist noch da oben drin. Der ist da oben? Na, da oben ist noch eine Quest. Na, den habe ich doch befreit. Ja, aber wird immer noch als Quest angezeigt, Alex. Du hättest nochmal mit denen reden müssen, glaube ich. Warte. Gibt es bei dir da im Haus irgendwo einen Ausgang Richtung Westen, Alex? Nee. So, ich bin da. Nee. Okay, ich hab schon. Hat Miri! No! Gods, no, no, no! Also das heißt, wir müssten über das Feuer springen. Das könnte Jusen gleich machen. Okay. Eins oder zwei. Ich hab schon angeklickt. Ich auch. She would have survived. If only I'd kept my mouth shut about that bloody dowry. What am I gonna do? She's all I had. How is this a blessing? You should have let me burn. Na toll. Schön, dass ich mich hier rettet hab, du Pisser. Ja. Jusen, versuch mal. Müssen wir, glaube ich, überreden. Ob du hier, wo ich gerade stehe, über das Feuer gesprungen kommst. Ist da nach hinten rein. Du kannst ja übel weit springen eigentlich, oder? Oder kann einer das Feuer ausmachen? Könnte ich das mit einer Eisattacke? Immer noch Cutscene, Leute. Ja, okay. Das war nichts. Den tragen oder so? Mal Jusen, ich kann auch versuchen, ja, die Quest weg. Eiszauber zu löschen. Nee, so weit komme ich nicht rüber. Aber wenn du Eiszauber machst, pass auf, wir sind alle hier im Wasser, also wir werden mit der Fremden. Naja, dann wir müssen gehen wir eigentlich trotzdem nur weiter, also ich weiß nicht. Wir kommen da hinten aber nie wieder hin, wenn wir hier nicht durchgehen. Ich habe hier überall rumgeguckt. Wüsste nicht, wie man hier hinkommt. Ja, wir müssen ja hier nicht durch, wir können ja unten lang laufen. Müssen tun wir nicht, aber hier sind wie gesagt drei Scheunen, die man noch abluten kann. Ich rede gerade mit denen, die da das Tor gehalten haben gerade. Ja, ja.
Don't just stand there! Push! Oh, was machst du? Stärke, okay. Oh. Okay. Brauchst du einen Bonus? Ja, wär gut. Bitte sehr, mehr geht nicht. Ja, wenn du das nicht schaffst. Aber bitte ich. Kritischer Erfolg. Nice. Ich schieb der Tor alleine weg, Alter. Lass mich mal. Ein Tor. Ein Tor. Ey, wir sehen, wie das jeder hat. We don't have much time. Alter, wie groß du bist. Alter, du bist auf einmal riesig. Ja. Okay, dann lassen wir das. Ich komme nicht hinterher. Müssen wir hoch, oder was? Da oben wird gekämpft, oder was? Ja, auf jeden Fall rennen die beide hoch. Ich renn mal mit hoch. Na, lass doch erstmal hier unten gucken und looten. Ich kann hier nicht so rumrennen, ich bin zu groß dafür. Alter, ich krieg hier Schaden. Vielleicht weil dir zu heiß ist. Ja. Ich stell mich mal erstmal kurz vor die Tür. Ich stell mich in die Tür, hier kommt keiner rein, Junge. Gott, ich bin draußen. Ja, da müssen wir. Ah ne, die sind hier drin. Der hat schon alles gelootet. Was so ging. Ich meine, hier brennt's ja. Haben wir alles gemacht, bei uns. Sicher? Ja, oben müssen wir noch. Hast du irgendwas noch Wassermäßiges oder so, um den Raum oben zu löschen? Wasser. Ich habe einen Eiszauber. Warte mal, ich guck mal, was ich generell für Zauber habe. Wasser, Wasser, Wasser. Nö, mein Wasserstab habe ich natürlich abgelegt, ne? Schade. So, normale Zauber nicht. Weil dann könntest du oben den Raum da nochmal löschen und da noch ein bisschen looten. Da ist noch eine Holztruhe oder so. Vielleicht ist ja leider, da was Geiles. Leider gar nicht. David hat, glaube ich, auch nichts. Nee. Ich habe einen Wassereimer. Vielleicht kannst du es da rüberschütten, was der Typ auch die ganze Zeit gemacht hat. Wir müssten muss irgendwo Wasser holen gehen. Eimer haben wir ja. Nein, oder Töpfe. Unten im Haus ist so eine Pumpanlage. Frage ist ja halt, wie gesagt, ob wir hier jetzt noch durch. Naja, ob wir das mit oder ohne machen. Hier liegt überall noch Stuff, aber naja. Müsste ich nochmal kurz ins Lager gehen und wiederkommen. Dann könnte ich meinen Wasserstab holen. Damit habe ich, glaube ich, so einen Wassereffekt anstatt diesen Nekromantie-Effekt, den ich gerade bei habe. Aber hast du mir den nicht hier jedem zum Verkaufen? Ach nee, hab ich dir gegeben, ne? Ja, den hab ich doch gerade verkauft. Ach so, oder? Ja, scheiße, stimmt. Hast recht. Sorry. Nö, müssen wir wohl ohne schaffen. Na, da ohne wird schwierig. Ich kann mal einen Eiszauber versuchen, vielleicht krieg ich's damit gelöscht. Kannst da oben mal hingehen und mal einen Eiszauber drauf machen, ne? Vielleicht schaffst du den. Glaub nicht. Warum muss ich auch durchs Feuer rennen, wa? Na, ganz oben, ja. Ah, hier ist doch eine Wasserschale, oder? Hier ein Fass? Ne, ist ein Fass. Keine Ahnung, was das ist. Obere Etage. Na, auf jeden Fall der Raum, der da brennt. Direkt vor dir jetzt. Oben meinst du? Ja, oben, ja. Dann müssen wir doch eh springen. Oder? Komm ich hier rum? Ne, komm hier rum. Okay. Na, ich versuch mal mein Glück. Das Ziel nicht. In Reichweite, aber ich muss heute da ran. Versuch, dass du nicht zu sehr ins Feuer gehst. Jo. Nö, bringt nichts. Schade. Und sowas wie ein Feuerschutz kannst du dir jetzt auch nicht irgendwie drüber ballern, oder? Hab ich nicht, Digga. Ah, warte mal, ich glaube, ich kann einen Trank der Feuerresistenz herstellen. Oh, krass. Das oder wir haben noch sowas. Trank Federn. Schlafen. Angenehm kühl. Die Tier. Innenseite der Flasche ist mit Frostschicht überzogen, ja. Ja, ich kann sowas herstellen. Elixier der Feuerresistenz. Drachenlinge? Ich guck erstmal, ob ich vielleicht eins habe. Alchemie, Alchemie. Gilt ja so oder so, auf jeden Fall. 3 Meter. Schleudert ein Feuer mit flüssigem. Ah, ne, das ist ein Molotow-Cocktail. Öl. Öl des Schlafens, Öl der Präzision. Ne, habe ich nicht. Dann muss ich noch mal kurz ins Lager. Bin gleich wieder da. Dann
Stell wir da so in den Trank brennenden her. Raum wirklich rein, ja? Na, da ist eine Holztruhe. Da ist bestimmt was Cooles drin. Ich guck mal, ob ich schon mal dran vorbeigelaufen komme. Glück gehabt. Wart ihr in dem Bettenraum oben schon? Oben war ich gar nicht. Ja, da ist doch der Typ, der die ganze Zeit rumheult. Mhm. Dass seine Frau gestorben ist. Oh, hier geht's auch noch weiter. So, einen Trank kann ich herstellen, ja. Zack. Hammer. Oh, ich habe zwei Wasserflaschen gefunden. Ja, vielleicht kannst du die da rumkippen. Ich kann's gleich mal versuchen, Alex. Ich will erst mal gucken, ob ich hier noch was looten kann. Nee, hier hinten brennt auch der Boden. Das lasse ich lieber. Ich gehe mal zurück und gucke. Ja, ich weiß, mir geht's nicht so gut. Chill doch mal. So, Wasserflasche. Alex, hattest du mir vorhin nicht irgendwas gegeben, was ich anziehen sollte? Hä? Nein, ich hab dir das Haar gegeben. So, wer will den Trank haben, ja, oder soll ich das machen? Hier, glaube ich. Probier oder gib Pilar, der ist ja deine. Alter, ich muss hier raus. Pilar, dann nimm den Trank, ich packe ihn dir rein. Nimm den, dann loote. Was geht da oben? Solltest du eigentlich. Das hat gar nichts gebracht. Schaden. Das gibt's auch gar nicht. Nicht deinen Trank, sondern das Wasser, was ich verschüttet hab. Obwohl, nee, bevor du den Trank nimmst, mach lieber du. Ich schau die, weil du kannst doch besser schützen. Scheiße, ja, hier hinten ist eine Zuhetruhe. Ja, dachte ich mir. Aber da kommt man auch ohne Trank hin. Achso, hast du den Trank noch? Nee, ich hab schon. Dann geh ich oben hin. Dann muss ich halt gucken. Mann, ich sehe auch nichts durchs Feuer. Aber Pilar kann alles andere looten. Ich versuche es zumindest, ja. Man sieht bloß durchs Feuer nicht und den Qualm nicht sehr viel. Und hast du eigentlich Eistaube ausprobiert, Pylarus? Ja, hab ich. Achso. Aber die ist doch offen, die Truhe. Die Holztruhe. Nee, das war keine Holztruhe, Alex. Ach, ja, ich seh. Oh, Mensch. Ich hab die Haupteule angesprochen, hast du gesehen. Mensch, mach doch mal Schlossknacken jetzt. Okay, ich bin einmal hinten durchgelaufen. Ich bin in der Katze. Nein, fuck. Was denn jetzt? Warum ist die Kamera jetzt so scheiße? Ich sehe nicht, wo ich stehe. Warum geht die Kamera nicht zurück? Maus gedrückt halten und drehen. Die Kamera. Jawohl, jetzt haben wir 27. Ich komme nicht rausgezoomt. Okay, ich hab's. Alter, ich lebe noch. Och, ey, was war denn das für ein Scheißbug? Oh, nein, nein, nicht da rein. Ja, ist richtig kacke hier. Ach, jetzt bin ich wieder bei dem Dude. Was jetzt? Wenn ihr sicher steht, geht nur in die Kapsel. Oh, Digga. Ich wurde da automatisch reingepackt. May I trust you'll see it through? Pilar hat auch eine Cutscene. Wenn denn der von David. Aber ich stehe jetzt gerade wenigstens safe, bloß vorher ist die Kamera nach unten gebackt. Ich war am ersten Stock und ich wusste nicht, wo mein Charakter steht. Nicht, dass ich mit einem Feuer stehe. Irgendwann ist der Trank ja auch leer. Ja, na dann los. Mach was.
Mann, es gibt 8 Antworten, Leute, also. Aber wenigstens noch eine Quest. Auch nicht. Na dann. Hast du die Truhe jetzt aufgekriegt eigentlich, Alex? Thank you. Ja, mit der Quest. And should your courage falter, remember the Duke's generosity. Hat mich aber ein bisschen neben mir kostet. Approach the towers with care. The land itself has been swallowed in shadow. I will seek reinforcements. David steht doch beim Brunnen, da hätten wir die Eimer auffüllen können. Fist to work. Im Haus selber gibt's ja auch, wie gesagt, eine Pumpanlage. Können wir uns für eins entscheiden? Oh, wir müssen auswählen. Was müssen wir dann auswählen? Muss erst mal wieder nach unten kommen. Hier nicht. Nee. Die hauen jetzt hier schon ab. Ja. Du musst was auswählen, David. Ja, wir sehen das nicht. Wir sehen es nicht, ne. Aber kann ich hier jetzt, wenn ich dran stehe? Ich habe einen Eimer. Muss ich den hier irgendwo reinziehen? Dann haben wir ihn da unten drin. Kann ich halt entscheiden zwischen einem Zauberstab, einem Bogen. Oder was ist das hier? Eine spitze Stelle selten. Und dieses Quadrat kannst du nicht anklicken, vielleicht können wir den reinjoinen. Dreizack, genau. Ein Dreizack, ein Langbogen oder nur ein Kampfstab. Na, dann eher den Kampfstab für Peiler, oder nicht? Gerne. Oder Kampfbogen für mich, wäre vom, wenn ich mal weiter wegstehe, für Gegner ganz praktisch. Oder brauchst du was, David, davon? Ich wäre eigentlich auch für Peiler. Ich habe einen Hammer gefunden. Vielleicht kannst du den tragen. Musst du mal gucken, ob du den besser findest. Ich bin noch hart am Looten hier oben, Leute. Der Trank wirkt ja noch ein bisschen. Ja, mach. Na nur, dass er mir nicht wegrennt. Hier oben geht's. Oh, ich brauch dich denn hier auch gleich mal drüben bei mir, Alex. Das ist eine verschlossene Tür. Da geht's noch in eine Kammer, wo es auch nicht drin brennt. Na, komme ich da hin ohne Trank? Ja. Maximal mit einem kleinen bisschen Aua, aber du kommst hier auf jeden Fall locker hin. Die Truhe kann ich noch mitnehmen. Den Pfeiler hast du im Inventar. Oh, bist du denn bis hier oben? Oben. Ja. Ah. Ist hier noch was? Ne. Oder Leute? Seht ihr hier noch was? Ne. Hier oben, wo ich. Da hinten stehe ich vor der Tür. Das andere haben wir, glaube ich. Und jetzt hier okay, das. Wo ist jetzt? Hier vor mir, Alex. Achso, die Tür hier. Genau. Wir waren da drüben halt noch nicht in dem Haus. Ich glaube, da kommt man auch nur so rein. Die sind aber auch alle schwer, muss man ja sagen. Ne? Ja. Also du schaffst das ja fast cool. Jedes Mal. Ja, war schon ganz cool, aber ich bleib doch beim Schwert. Ja, das ja, kannst du ja machen, ne? Hammer-Time ist eigentlich eher was für Alex, oder? Ist aber eine Kriegswaffe, da bin ich nicht geübt. Ah, okay. Natürlich leer! Betten kann man sich hinlegen. Da ist noch ein Buch. So, Jusen, du kannst mal hier meinen Wert mal ausprobieren. Dein Schwert. Ja, nee, brauche ich gar nicht. Deine macht dann nur 3 bis 13 Schaden. Meiner macht das schon so 5 bis 14. Ja, das dann war das nicht. Dann war das auch nicht. Obwohl, wir können auch hier runterspringen, Alex. Oder denkst du, es zieht was? Ah, nee, du hast ja dieses singende Schwert. Nee, alles gut, alles gut. Alles gut. Nö, ich glaube nicht. Ich glaube, ich hier runter. Na, gucken, so, eigentlich zeigt das ja an. Eigentlich wollten wir ja unten minus weiter ein. Laufen. Na, machen wir. Auch bei mir nicht. Null ist rausgekommen. Siehst du. So, laufen wir weiter. Ja. Das war jetzt. Aber, achso, die ist noch da, die Olle. Oh, jemand hat einen Wegpunkt entdeckt. Das ist der Stab, den du mir gegeben hast, war David? Oh ja, ist ein Dings, nice. Ja, alter Siegerkreis, ja. War das der blaue Stab? Hast du mir den ins Inventar gepackt, David? Ja.
Brücke. Wenn wir über diese Brücke gehen. Oh, ein Drache! Great God, Helm. Oh shit. Cool. Ja, Teachers care when we would be reckless. Also ja, Brücke mache ich ohne Speicher erstmal kurz. Ja, ich muss speichern. Okay, gut. Gut, 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 gut. Aber ich glaube, da ist ein Drache. Ich habe den Schatten auf dem Boden gesehen. Wenn ihr hier durch die Natur geht, auch immer mal Alt drücken, ne? Die ganzen Pflanzen hier mitnehmen, die brauchen wir für Alchemie. Ich raff gerade überhaupt nicht, obwohl ich einen Trank genommen habe, dass ich mich nicht geheilt habe. Du bist feuerresistent, ah ne. Ja, apropos heilen, halt ihr euch erstmal auch allgemein. Ach so, ich habe auf den falschen Trank geklickt. Weiß. Alles klar. Ich habe den Gedankenlesertrank genommen und nicht den Heilungstrank, die sehen sich ein bisschen ähnlich. So, bin wieder fit. Da vorne ist eine schwere Truhe. Oder ist Gegner jemand? Jemand zum Quatschen. Wirklich nicht weit raus. Wieso willst du mit der quatschen? Na klar. Drop your weapons! Na gut. I'll feed your innards to the ants before I do that, Istik. This is your last chance! No, look up. That was your last chance, Istik. Now burn! Ja, natürlich. Ich wusste, dass ich Drache gesehen habe. Sitzt da noch jemand drauf? Alter, ja. Ja. Der Drachenreiter. Hast du das Feuer geheilt? Stop wasting time, Beretta. Ach, so Freund. You're not here to play with the locals. Of course, Kithrak. We merely sought to... No excuses. Question, kill, then move on. Find the weapon. Wir haben doch eine in unserem Lager, die so eine Rüstung trägt und so aussieht. Fail her at your peril. Ja. They'll be tough to fight, but not impossible to beat. David macht eine Ansage. Bleib hier erstmal stehen, Leute. Ich weiß auch nicht, was ich tun soll. Da runtergehen oder was zum Drachen? Böse? Ne, die sehen nicht böse aus. Nö, mit denen kann man reden. Ja. Dann gehen wir erstmal runter, würde ich sagen. Oder? So. Leute, hier ist eine Leiter. Warum nicht denn nicht die Leiter? Weil hier vielleicht noch was ist zum Einsammeln usen. Achso. Aber du rennst ja kategorisch an allem vorbei. Was? Das ist nur ein gefallener Baum, kann man irgendwas machen, ey. Ja, können wir von hinten kommen. Seht ihr, fällt dir, was? What easy prey you make. Walking right within my blade's embrace. These creatures are so simple to ensnare, Beretta. You mule too much about your task. Hab schon aber schon wieder Frame-Verlust, ey. And as for you, tell me. Why shouldn't I run you through this? Zwischendurch hat's bei mir auch mal kurz geleckt oder so. Keine Ahnung, was das ist. Sonst kann ich dir bloß empfehlen, Alex, dass wir kurz einen Stopp dann machen nach dem Gespräch und dann musst du einmal den Rechner neu starten und den Stream halt neu anmachen. Dann müsste weg sein, so. Hatte bei mir zumindest, wo ich dir damals hatte, geholfen. Ja, ich glaube auch. Würde ich mal kurz machen, weil das ist unspielbar. Dann musst du das Gespräch hier zu Ende führen. Ja, ich muss halt einmal würfeln. Ja, wir sehen's nicht. Ja. Ich denke mal, das ist auch ein Bug. Hast du gewonnen? Okay, ich hab's geschafft. Da, bei mir geht's nicht weiter. Jetzt. You make good use of silence. Too many think hot air will save them. If I have no use for you alive, I'll have your death slow and sweet. Understand? Nice. A vessel fell from the sky. We seek a precious weapon that was taken from it. You suddenly feel a strange anxiety take hold. Not your own, but that of the artifact you carry. Somehow, it's afraid. You attune your mind to it. The artifact does not want to part from you. It does not want to fall into the Gith Raider's hands. Schöne Augen. Help us find it, and I will leave your blood beneath your skin unspilled. Alter. Ich
Ich hab hier halbes Standbild. Ich mach den Stream jetzt aus und mach nochmal neu. Geht einfach nicht. Na, dann warten wir. Ja. Dann warten wir. Aber ich wäre für 3, ehrlich gesagt. Denk mal, bei uns ist soweit alles okay, Leute. Ich habe keine Fehlframes gerade. Soll ich das Artefakt zeigen, lieber nicht, oder doch? Oder? Nee, warte doch einfach, bis Alex wieder hier ist. Ja, wir können ja schon mal drüber reden. Ich kann ja trotzdem mal die Frage stellen. Ich würde Nummer 1 nehmen, einfach so, wo du helfen kannst. Ich würde das dir nicht zeigen und auch nicht nur länger nachfragen. Ne, würde ich auch nicht machen. Klar würde sich damit vielleicht eine andere Questline bilden oder was weiß ich nicht, hintenrum. Aber ich glaube, dass das sehr in die Hose geht. Das sollten wir für uns behalten. Ja, und wir müssen jetzt auch nicht für, gegen die Drachen sofort. Warum hast du eigentlich keinen Hut mehr auf, David? Das ist auch ein Fehler, oder? Das weiß ich nicht. Achso, ich habe, glaube ich, meine Kampfrüstung. Ich habe eine Taste gedrückt. Achso. Naja. Schachschaulinchen brauche ich in 2 Minuten, meine Lieben. Dann gebt mir mal, mal kurz auf Toilette. Gieß mir was zu trinken ein und hoffentlich ist er dann wieder da. Alles klar. Würde ich sagen. Müssen ja eh warten. Dann nutze ich die Zeit.